Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und vor allen Dingen an dich, lieber Rui, einen wunderschönen guten Morgen nach Hamburg. Guten Morgen hier aus dem sonnigeren Teil Deutschlands. Wir hatten ja gestern wunderbares Wetter. Ja, und bei uns, wenn ich aus dem Fenster gucke, es wird zwar hell, aber es ist dick verschneit und ich habe das Gefühl, ich sitze im Februar. Aha, jetzt kommen die Wintersachen wieder raus. Ja, ich glaube, ich bleibe lieber drinnen. Das ist meine Alternative. Aber wir haben ja guten Grund, drinnen zu sein, denn wir können uns ja mit tollen Dingen beschäftigen, die man wahrscheinlich besser nicht bei nassem Wetter draußen tut, nämlich zum Beispiel Karten legen. Das ist richtig. Und ich freue mich, dass schon so viele zuschauen am Sonntagmorgen und sich mit Christopher und mir den Zigeunerkarten nähern. Ja, und einige von euch, die habe ich ja heute schon malträtiert mit Karten, die sind bestimmt schon wachgerüttelt und sind perfekt und nehmen wahr, Rui, du verzeihst mir, dass ich diese Anspielung mache, dass Rui sich passend zu unserer vorhergehenden Sendung gekleidet hat. Ganz unbewusst, wir stimmen uns sozusagen schon unabgesprochen ab. In genau. Diesem Fall... Ich hatte nämlich nicht die Zeit, deine Sendung zu hören, denn hier läuft parallel für den Tarotverband das Vorstandstreffen ab und da ist der Sekretär ab und an auch gefordert. Und darum bin ich heute schon am Vorbereiten gewesen, damit der Vorstand dann alle Dokumente hat. Und von daher konnte ich dann nicht dabei sein, was du den Zuhörern erzählt hast. Ja, das ist aber nicht schlimm, denn du weißt ja, wenn du Mitglied in der Sternenlicht-Community bist, wozu ich dich herzlich einlade, kannst du dir das jederzeit anschauen. Also, das ist übrigens überhaupt eine Möglichkeit, werde ich dem Ruhe nachher, das habe ich dir noch gar nicht vorgeschlagen. Da könntest du nämlich eventuell auch mit den Leuten in Kontakt treten, die vielleicht noch ein paar Fragen zu unseren Orakelkarten haben. Das wäre natürlich schön. Da haben wir Diskussionsforen und so weiter und da kannst du mal reinschauen. Könnte sein, dass die eine oder andere Frage vielleicht doch nochmal auftaucht dabei. Ja, gerne. Wir machen das ja in unserem exklusiven und geschützten Bereich in der Sternenlicht-Community viel lieber als offen hier auf YouTube. Aber auch da, die Fragen werden beantwortet, solltet ihr welche haben. Wir sind ja hier immer noch unterwegs mit unseren traditionellen Orakelkarten. Möchte nur einfach nochmal darauf hinweisen, ich beziehe mich hier und Rui sowieso auf ein Buch, das er natürlich selbst verfasst hat, zusammen mit seiner Gemahlin Kirsten. Die traditionellen Orakelkarten unlängst wieder neu erschienen, würde ich mal sagen, beim Königsfurt Orania Verlag. Also wenn ihr ein Begleitbuch sucht für diese Sendung, dann wäre es dieses. Und da steht natürlich auch andere Dinge drin, vielleicht ab und zu ein bisschen mehr Dinge drin. Wir gehen aber hier in der Sendung manchmal tiefer. Aber es gibt ja noch was ganz Besonderes, Rui. Da möchte ich, dass du das aber auch nochmal erklärst, warum es sich lohnt, ja. Wenn man sich dafür entscheidet, dieses Buch zu kaufen. Bis jetzt war es halt immer so, wenn man sich ein Buch gekauft hat, dann war das Stand Drucklegung das Wissen der Autoren. Mhm. Wir haben etwas Charmantes anderes gemacht. Wir haben einen Teil des Gedruckten drucken lassen und den anderen Teil, der viel spannender ist, nämlich die vielen Legemethoden, bei uns auf unserer Homepage verpackt. Jetzt, wer das Buch kauft und im Text des Buches das versteckte Passwort findet, der kriegt dann, wenn er sich bei uns anmeldet, den Zugang zu diesem geschützten Bereich und kann somit immer up to date sein, denn wir haben erst vor kurzem wieder begonnen, uns Videos drehen, die dann wieder dort als Legesystem aufgenommen werden. Das heißt, dieses Buch lebt weiter. Also da gibt es dann nicht einfach, hast du das Buch? Ja, ich auch, ich habe die 7. Auflage. Nee, sondern es lebt immer permanent weiter, indem es eben lebt. Mhm. Und man nicht da erst irgendwie dann hoffen muss, dass der Verlag was wieder neu druckt. Ja, das ist, finde ich, eine super Idee und sicherlich ziemlich modern. Ich weiß nicht, wer das sonst noch so gemacht hat, aber ich kenne jetzt erst einmal euch und ich finde es, gerade weil Wissen sich erweitert, es merkt man ja auch bei unseren Folgen, da kommt vielleicht auch neues Wissen dazu, man weiß es nicht, durch euer Feedback, durch eure Rückmeldungen und so weiter. Und da glaube ich, man hat einfach mehr davon. Also kann euch nur empfehlen,
erstens als Begleitbuch zu unserer Serie hier in der Geheimnisakademie kann ich es nur empfehlen. Ich habe da auch vorhin so ein bisschen rumgestöbert. Ich möchte da gar nichts vorwegnehmen. Aber wir haben ja da auch, wir haben ja, da hinten habt ihr nämlich ein tolles Kapitel. Darf ich das verraten? Kombination zu Schwerpunkten. Ja. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen geguckt, weil wir haben ja heute Witwe und Witwer. Da habe ich mir gedacht, ja, wo kombiniert sich denn der Witwer und die Witwe hinein? Und dann habe ich hier entdeckt, ich nehme jetzt mal eins vorweg. Also das ist hier so, hier drinnen in den Büchern. War einfach neugierig. Ich bin ja auch Neuling bei den traditionellen Orakelkarten, wie vielleicht einige von euch da draußen auch. Und da habe ich entdeckt, beim Thema Liebe, habe ich mir gedacht, wie kommen die denn da eigentlich hin? Aber da entdecke ich den Witwer und die Witwe beim Fremdgehen. Da kommen wir heute noch dazu. Da kommen wir noch dazu. Also bin ich ja jetzt echt neugierig. Naja, ich meine, es braucht noch andere Karten dazu, über die wir uns noch unterhalten werden. Das ist nicht an sich die beiden, aber bin ich jetzt echt mal neugierig. Weil wenn ich über Witwe und Witwer mal so pauschal nachdenke, komme ich jetzt erstmal nicht darauf. Aber das ist richtig. Da freue ich mich schon drauf. Darum haben wir dich hier, lieber Roy, damit du uns das erklärst. Ja, also, was die traditionellen Orakelkarten so charmant macht, ist, dass sie viele Personenkarten haben. Mhm. Ja, letztens hatten wir die Geliebte und den Geliebten und heute haben wir die Gesetzteren. Ja, also wenn Geliebte so diese Jugend symbolisiert, dann sieht man es schon, ja, Witwe und Witwe sind eigentlich die Lebenserfahrenen, die Gesetzten, die wissen, was in ihrem Leben bereits los war. Bitte vergesst die sprachlichen Gebräuche, denn wir haben hier es mit Karten zu tun, die man weiterentwickelt hat, die es im, wenn ich es ganz frech sage, die Vorgänger waren die sogenannten Biedermeier-Aufschlagkarten, die man auch früher bei Biatnik bekam, und die haben diese Symbolik, dass ich lebenserfahrend bin, dass ich in meinem Leben schon Schritte gemacht habe, aber Achtung, das heißt nicht, dass ich jetzt Zeit meines Lebens da die Witwe bin, sondern ich bin einfach alleinstehend oder ich bin in der Erfahrung. Ja, das ist die eine Sache mit dieser weiblich-männlichen Sache. Und es zeigt auch ein bisschen so unsere Erfahrung, die wir haben, immer aus dem Kontext raus auch Anima und Animus. Mhm. Und das muss man sich vorstellen, wenn man dann schon mit den Karten arbeitet, dann wird man neugierig, dann macht man mehr, dann legt man so ein großes Blatt aus. Und in dieser großen Legung mit 36 Karten und mit der natürlich dazugehörigen Frage, kann es dann schon mal passieren, dass die eine oder andere spannende Kombination kommt. So. Aber gehen wir vielleicht Schritt für Schritt vor. Ich weiß nicht, hast du eine Präsentation wieder vorbereitet? Ja. Ich habe eine Präsentation auch mit ein paar zusätzlichen Bildern, um ein paar Symbole zu erklären, die drauf sind, von denen ich persönlich dachte, sie sind wichtig. Da überrasche ich dich auch gerne damit. Das mache ich mit der Kirsten ja auch ganz gerne, dass ich sie einfach mit Bildern konfrontiere, die mir persönlich dazu einfallen. Mal gucken, ob du was damit anfangen kannst oder ob ich da völlig daneben liege. Aber hier sieht man. Ja, dann sage ich Tally-Klick. Genau, Tally-Klick. Wer das noch kennt, offenbart, dass er ein gewisses Alter auf dem Buckel hat. Der ist dann auch schon Richtung Witwe und Witwe. Genau, sind wir schon bei dem Thema. Frage ich euch mal, wer weiß, was mit Tally-Klick anzufangen? Das möchte ich jetzt wissen. Das wird die Schätzfrage des Tages. Die Schätzfrage des Tages. Wir sehen hier die beiden Karten nebeneinander. Ihr wisst ja, ich wiederhole es nochmal, die traditionellen Orakelkarten haben eigentlich keine bestimmte Reihenfolge. Sie sind nicht nummeriert. Wir haben hier eine Reihenfolge gewählt, die hat Roy sich sozusagen überlegt, weil sie so Sinneinheiten ergeben, die sich gut ergänzen. Also so wie Geliebte und Geliebter ergänzt sich einfach Witwe und Witwer inhaltlich ganz gut miteinander, offensichtlich und auch optisch. Wir haben jetzt in beiden Fällen Friedhofsszenen. Also wir sehen auf der Witwenkarte sehen wir eine hohe, hochgewachsene Frau in schwarzem Gewand,
die über einen Friedhof geht, ich würde mal sagen, des 18. oder besser noch 19. Jahrhunderts ist natürlich. Wir sind ja im Biedermeier, da hat man die Friedhöfe nicht mehr so gruselig gestaltet, wie das früher der Fall war, sondern waren das Orte, die eher einem Park ähnelten. Also wir sind hier in einem Bereich, ich weiß nicht, so ein Friedhof wie zum Beispiel jetzt der Zentralfriedhof in Wien oder der alte südliche Friedhof in München, etwas in der Art, oder der Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg zum Beispiel. All dies sind Beispiele dafür, dass der Friedhof ein Ort der Begegnung mit den Verstorbenen ist. Das heißt, die Grabsteine spielen eine größere Rolle, das sehen wir auf der Karte der Witwer, der vor einem Grabstein Halt macht, in einer typischen Form, wie die Grabsteine damals auch haben. Das sind nicht mehr die Holzkreuze, die man früher hat. Und man muss auch noch etwas dazu sagen, die Begräbniskultur hat sich genau in der Phase verändert. Mhm. Es war ja ursprünglich so, dass in oder um Kirchen früher die Verstorbenen begraben wurden. Logisch, wenn sie ein gewisses Standing hatten in der Gesellschaft. Und dann mit wachsender Population wurde das zu eng. Und dann ist man immer weiter und weiter über die Dorf-, Orts- oder Stadtgrenzen gegangen. Mhm. Und dann hat sich das auch erledigt mit den liegenden Steinen. Mhm. Ja? Und also dass man die Steine aufgestellt hat, das begann dann eigentlich erst so um 1800, also 1780, 1800, wo die Friedhöfe außerhalb der Ortschaften angesiedelt wurden. Man hat ja dann auch überhaupt angefangen, erstmal überhaupt in Särgen zu begraben. Das war gar nicht üblich normalerweise, das konnte sich nicht jeder leisten. Man hatte nur Leichentücher. Ich erinnere mich, als ich in Wien war, in der Michaelerkirche, wurde uns das immer erzählt, dass man damals so etwas wie einen Pseudosarg entwickelte, bei dem der immer wieder verwendbar war, weil es ihm einfach so teuer war. Da fuhr man dann über die Grube mit dem Sarg, dann ging aber die Klappe unten auf. Und dann wurde der dann irgendwie hinabgelassen. Der Sarg wurde für den nächsten wieder zubereitet. Also Friedhofskultur hat sich sehr verändert. Und vor allen Dingen auch ist es immer stärker weggegangen vom christlichen Kontext. Auch das muss man wissen. Früher war das Kreuz non plus ultra auf dem Friedhof. Und jetzt finden wir stärker Symboliken auf den Gräbern und so weiter und so fort, die nicht unbedingt christlicher Natur sind. Aber dazu habe ich zum Beispiel mit der Kirsten auch mal ein schönes Feature gemacht, so Grabsymbolik. Da könnt ihr mal gucken. Bei den Stadtspürern auf dem Kanal ist das zu finden. Aber es passt ja auch ganz gut rein, weil wir sind natürlich in Biedermeier, wir sind auf solchen Friedhöfen unterwegs, und was ich so schön finde bei den Karten ist, dass trotz der eigentlich, ich würde mal sagen, traurigen Szene, die wir sehen, ne, drumherum viel, viel Grün ist, viel Park, Natur, ne, das ist also jetzt eigentlich keine, da wird jetzt kein Jammertal abgebildet. Ja? Nein, ja. Definitiv nicht. Und da muss man eben auch wissen, dass man zu der Zeit einen anderen Umgang auch mit dem Tod hatte, dass man auch da ganz anders sich damit abgefunden hat, dass man ganz eine andere Struktur hatte. Na, es gab keine Sterbeversicherungen oder Begräbnisversicherungen, sondern da musste das Kollektiv viel stärker sein. Ne? Starb zum Beispiel ein Meister eines Betriebes, dann hat der Geselle, der am längsten dort war, meist die Witwe geheiratet, dann hatte sie wieder sozialen Standing und der Betrieb ging nicht flöten. Also das war alles eine Form von Aufrechterhalten auch der Ordnung. Ne? Also von da gesehen, das war schon auch mit durchdacht. Mhm. Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, dass das Thema Tod und Gesellschaft oder was bedeutet es eigentlich, wenn jemand stirbt für die Gesellschaft, das war den Menschen, glaube ich, früher bewusster als es heute ist. Heute ist der Tod eher eine Privatangelegenheit, ist eher eine Privatsache, und früher war das schon auch etwas, wo man gemerkt hat, da bricht vielleicht auch eine Stütze in der Gesellschaft weg, ne, wenn definitiv, da was passiert. Und dann darf man halt auch nicht vergessen, dass du halt viel weniger Überlebenschancen hattest. Also Familien mit 13 Kindern, da sind, wenn sie Glück hatten, 4 übergeblieben, ne, weil die zum Teil schon im Kindbett von Kleinigkeiten nicht überlebt haben. Also von da gesehen, das war ein ganz anderer Evolutionsprozess auch. Ja.
Was wir jetzt hier sehen, und jetzt gehen wir mal vielleicht ein bisschen auf die Symbolik ein. Was das Erste, was mir natürlich aufgefallen ist, ist dieses hier. Die Farbe Schwarz, die denn vorkommt. Mhm. Und die Farbe Schwarz ist natürlich bei uns die traditionelle Farbe des Todes, ja, in unseren, ja, Breiten. In fernen Osten ist es weiß, wobei das nicht ganz richtig ist. Es ist nicht die Farbe weiß. Es gibt ja auch keine Farbe weiß, ebenso wenig, mhm, wie es Farbe Schwarz gibt. Im fernen Osten ist es Farblosigkeit. Es wird farbloses Gewand angelegt, während bei uns ein Gewand angelegt wird, das letztendlich keine Farbe auch hat. Und bei keiner Farbe denken wir allerdings eben an Dunkelheit oder an das Fehlen von Farbe und damit an Schwarz. Ja, und bis um 1900, mhm, 1910, war es zum Beispiel in der Schweiz verböhnt, in Weiß, die Braut in Weiß zu heiraten. Mhm. Da war man stolz darauf, wenn man entweder in der Landestracht, das war sowieso dann klarer, oder die Städtischen haben nicht in Weiß geheiratet. Sondern in Bunt. In auch zum Teil mit weißen Blusen, aber sonst schwarze Röcke. Aha. Schwarz war die Farbe, dass man es sich leisten konnte. Mhm. Schwarz ist auch die Farbe, das es bedeutet auch so viel wie edel. Also Schwarz ist etwas, was wir mit edel in Verbindung bringen. Na, das kleine Schwarze zum Beispiel kennt man ja. Oder? Ich hatte noch das Glück, einige ältere Schweizer kennenzulernen. Die gesagt, also im Weiß heiraten, das hätte es zu meiner Jugend nicht gegeben. Ja, fand ich dann lustig, weil jeder darauf gedrungen hat, möglichst die Braut, und wenn sie noch so alt war, in Weiß zu heiraten. Wobei man natürlich sagen muss, die Symbolik Weiß und Schwarz in unseren Breiten, muss man natürlich sagen, hat auch etwas mit Unschuld zu tun. Das Weiße, das Blütenreine, das weiße Hemd, das man hat, das blütenreine Hemd, weiß, ja, unschuldig und so weiter. Ja, ja, ja. Und dann haben wir natürlich das Schwarze, und das steht jetzt eigentlich fürs Gegenteil, aber nicht für Unschuld, sondern für... Man könnte Unschuld eher mit Unerfahrenheit übersetzen. Man könnte sagen, also wenn ich weiß bin, bin ich auch ein weißes Blatt Papier, da ist noch nichts drauf geschrieben. Wenn ich, das Schwarze steht hier in dem Kontext für Seriosität, es steht für Ernsthaftigkeit, es steht aber auch für Reife. Also das heißt, in vielen ländlicheren Gebieten ist Schwarz tatsächlich eine Farbe, die auch dem Alter vorbehalten ist. Weil sie eben ausdrückt, dass man eben kein unbeschriebenes Blatt mehr ist. Ja, also ich glaube, da gibt es auch einen Hintergrund, warum Schwarz eben nicht nur für Trauer steht, sondern auch für Erfahrenheit. Und das, glaube ich, geht das so ein bisschen in die Richtung. Das ist eine schöne Metapher, ne? Ich bin kein unbeschriebenes Blatt mehr, ich bin nicht mehr weiß, sondern ich bin jetzt schwarz. Und früher war halt die Tinte schwarz. Ja, ganz genau. Heute wäre man wahrscheinlich blau von Kugelschreiberfarbe. Oder wird überhaupt noch irgendjemand mit einem Stift schreiben? Vom Drucker. Genau. Also das ist aber, ich sag einfach mal, Schwarz hat so viele verschiedene Assoziationen, die von Trauer gehen, aber bis hin zu Alter und Erfahrung. Wobei interessanterweise Alter und Erfahrung bei uns auch mit Grau in Verbindung gebracht wird, wie wir gleich noch sehen werden. Aber... Ja, was hast du sonst noch für Bilder? Ja, ich habe sonst noch für Bilder. Und zwar habe ich jetzt mal ein bisschen Friedhofskultur mitgebracht. Ein Bild aus dem südlichen Friedhof, das habe ich im alten südlichen Friedhof in München, das habe ich deshalb ausgewählt, weil wir da auch noch eine andere Symbolik finden, die auf den Karten drauf ist, nämlich die Säule. Die Säule, die hier, übrigens fast genau die gleiche Grabform wie wie auf unserem Bild der Witwer, auch so eine Art pyramidale Form ein bisschen, ja, also kein klassischer Grabstein. Und da sehen wir eben die Säule, die aber hier abgebrochen ist, als Symbol dafür. Dieser Dr. Phil Hubert Karl Beckers, Universitätsprofessor und Hofrat, wie wir drauf lesen können, der war früher mal eine Stütze, eine Säule der Gesellschaft. Nun ist diese Säule abgebrochen, er ist gestorben. Dadurch diese Symbolik. Aber auch schön, da ist so eine Pflanze drumherum, die auf der einen Seite geknickt ist und auf der anderen Seite wächst da aber was Neues auch draus hervor. Auch das kann ich auf dieser Karte vor allen Dingen bei der Witwe gut erkennen. Da sehe ich zum Beispiel die Säule hier am Rand und da sehen wir hier, wie da so ein Baum rauswächst daneben. Also auf der einen Seite... Im Hintergrund wächst der Baum.
Genau. Also das sehe ich da drin. Und auch hier der Grabstein als ein Ort, an dem ich, an dem, zu dem ich hingehe, um mich an diesen Menschen zu erinnern. Deswegen steht da so viel drauf. Auf früheren Grabstätten stand eigentlich nichts oder nur wenig drauf, geschweige denn, dass da Geburts- oder Todesdatum draufsteht. Aber wir sehen ja hier unser Witwer, der kommt an dieses Grab. Da steht auch was drauf. Er erinnert sich vielleicht an jemanden. Ja, ist sicher eine Ehrerbietung an bekannte Verstorbene. Genau. Ja, dann habe ich mitgebracht, weil mir das aufgefallen ist, upsa, die Lampe im Dunkeln. Lampe. Was Bei der kannst du dazu Witwe. sagen? Die taucht ja hier auf bei, vor allen Bei Dingen der bei der Witwe. Witwe, ne? Ja, das ist so der Hinweis darauf, es gibt eine Form des Erleuchtetseins. Es gibt die Möglichkeit, dass ich mich daran erinnere, dass ja auch in jeder Kirche ein ewiges Licht brennt. Ja, also dass diese Zeit ist, aber auch, dass man sich erinnert, indem man immer wieder eine Kerze anzündet. Also von da gesehen ist das schon eine sehr schöne Symbolik für man erinnert sich. Ja? Das ist auf beiden Karten vorhanden. Also zum einen die Witwe, die da vielleicht die Kerze entzündet hat, und aber auch der Witwer, der sich eben an den der Verstorbenen, der Begrabenen erinnert. Und inzwischen ist auch Viola draufgekommen, woher das kommt. Das Dalli-Klick. Ach so, Dali Klick, ich lese gerade hier. Dali Klick. Einige kennst du von ihren Eltern. Hans Rosenthal ist natürlich ein Name, der in dem Zusammenhang fällt. Na gut, und Kerstin. Also vielleicht noch kurz an Viola. Naja, das stimmt nicht ganz. Hans Rosenthal hat nur mit viel Glück die NS-Herrschaft überlebt, konnte sich bei Freunden verstecken und konnte sehr wohl ruhig sitzen. Also das ist vielleicht nicht. Und Hans Rosenthal hat nie ein Wort der nach 1945 nie ein Wort des ein böses Wort gegenüber Deutschland gesagt und blieb auch in Deutschland. Ja, also das möchte man auch ein bisschen zu seiner Biografie sagen. Vielleicht meint Viola aber auch, dass er in seiner Sendung durchaus eher der unruhige Geist war. Also da ist er viel Ja. rumgehüpft. Denk immer dran, dieses Hochhüpfen war sein Markenzeichen, ja. Ja. Das zum einen, und er war das Gegenteil von dieser Coolness des Hans-Joachim Kuhlenkampfs, der ja im Prinzip nur statisch gestanden hatte. Genau. Ja, auch hier. Okay, zurück zu den Karten. Ja, genau. Also in jedem Fall, das war spitze. Also er hat schon ein paar Sachen gebracht. Dalli Klick, Dalli Dalli. Also ich meine, es ging alles auf sein Konto. Das hat er sich ausgedacht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir jetzt gerade machen, ist übrigens das, was vielleicht er hier tut. Na, gerade. Sich an jemanden erinnern, der von uns gegangen ist und von dem wir was zu erzählen haben. Na, den wir mit unserer Kindheit, Jugend in Verbindung bringen. Und passt vielleicht ganz gut zu dieser Karte, oder was meinst du? Ja, bin ich völlig bei dir. Ja, das Licht, nochmal ganz kurz, um auf das Licht zurückzukommen. Es ist eher so ein spirituelles Licht, habe ich das richtig verstanden, das Genau. uns zeigt, es gibt in der Dunkelheit auch ein Licht, das Seelenlicht, das man aus den Friedhöfen kennt, noch an manchen Orten, wo so ein Licht brennt, auch an den Gräbern. Früher gab es sowas ganz oft. Heute ist das meistens, naja, das muss dann auch gepflegt werden. Und elektrische Lichter gibt es eigentlich selten auf Friedhöfen. In Island. In Island, was ist da? In Island sind die Gräber mit elektrischen Lichtern beleuchtet, denn Island hat durch seine Geothermik so viel Energie, dass sie sich leisten können, die Friedhöfe elektrisch die Gräber zu beleuchten. Da siehst du mal ein ewiges Licht im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, da haben wir auch die kleine Laterne. Ich musste natürlich auch, verzeih mir
den Seitensprung zum Tarot an die Lampe des Eremiten denken. Es ist sicherlich jetzt kein Zusammenhang da, aber im Sinne von, dass da ein Zusammenhang zwischen den Orakelkarten und dem Tarot existiert, irgendein historischer. Aber von der Idee her ist es doch auch ähnlich, oder? Würdest du das auch sehen? Nicht in dieser Karte. Nicht in dieser Karte. Gut, schauen wir mal, ich hab noch ein anderes Symbol mitgebracht, und zwar haben wir... Ja, genau, der Engel. Der Engel, der ja bei der Witwe zu sehen ist. Genau. Ja, also diese Statue im Hintergrund, wenn man die Karte ein bisschen vergrößert, ich habe mir das erlaubt, dann schaut das Ganze ein bisschen so aus. Und dann ist dieser Engel im Hintergrund, ich drehe jetzt, dann wird das eine Mutter Gottes. Ja, die hat da ein Kind in der Hand. Okay, ich schaue mal, ob ich das hinkriege, dass ich das wenn ich mal den Bilderrahmen ausschalte, dass ich das nochmal hinkriege, das zu zeigen, indem ich es an die Kamera halte. Da. Ja, die hält ein Kind in der Hand. Aha. Also ich glaube, das ist eine Mutter Gottes. Aha, ganz genau. Aber es ist unerheblich, ob das jetzt ein Engel oder eine Mutter Gottes ist. Einfach nur, ich möchte es auch noch erwähnen, denn das war ja auch sehr wichtig, denn diese Marienverehrung, die ja ab 1800 begonnen hat, ne, das war ja auch ein, das machen wir jetzt am Friedhof auch noch. Ne? Mhm. Ja, also es ist auch nochmal ein Hinweis auf die Zeit. Und vor allen Dingen, klar, ich habe auch erstmal gedacht, naja, mit Heiligenschein versehen ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Engel. Engel haben normalerweise keinen Heiligenschein. Genau. Und ich dachte auch bei der Säule, und auf der Säule steht eine Maria, natürlich an die Mariensäule in München, und anderswo gibt es ja auch noch welche. Weiß ich nicht, ob es da einen Zusammenhang in den Inneren gibt, aber vielleicht ist die Idee im Grunde genommen die gleiche wie mit dem Engel. Es geht halt darum, dass man vielleicht, so sehe ich das, beschützt ist oder behütet ist. Ja. Ja. Oder eben auch, wir haben es ja hier mit einer Mütterlichkeit zu tun. Mhm. Ja, und diese Mütterlichkeit ist ja auch eine Sache von Frau zu Frau. Ne? Da ist ein Verständnis da, da macht man eine Form der Grabpflege. Also wenn man anschaut, diese Säule bei der Witwe, die ist ganz. Mhm. Die Säule im Hintergrund ist ganz. Die Gräber schauen gepflegt aus. Und wenn man das jetzt rüberspiegelt zum Witwer, na okay, der Grabstein hat auch schon bessere Tage gesehen. Mhm. Warte mal, ich zeige das mal kurz, dass man das sieht, wovon du gerade sprichst. Also hier sehen wir, die Säule ist ganz, Grabsteine sind gut gepflegt. Ja? Und beim Witwer, da sehen wir, der Grabstein, der hat schon ein paar Risse, gell? Genau. Und auch das Grab könnte man schon ein bisschen noch, also vielleicht das Verwelkte oben wegnehmen und so. Also das ist so andere Wertigkeit. Mhm. Wie bringst du das zusammen mit der Bedeutung der Karte? Kannst du da noch was sagen dazu? Wo ist der Bedeutungsunterschied zwischen beiden? Der Bedeutungsunterschied liegt darin, dass halt ein anderer Blick auf das auf Schönheit, auf Ästhetik ist. Mhm. Ja. Und das liegt ja auch der Zeit geschuldet. Ne? Also um 1850 hast du, glaube ich, keinen Mann gefunden, der eben einen Besen in die Hand genommen hätte und gefegt hätte. Außer dem Friedhofsgärtner vielleicht. Nein, das war oft auch Arbeit der Angehörigen. Mhm. Weiblich, Klammer zu. Und wenn wir schon anschauen, der Mann ist in einem Gehrock, der Mann hat einen Zylinder, also das ist nicht untere Kaste, ne? Also da sind wir schon ein Stückchen oben in der Hierarchie, in der Gesellschaft. Ne? Also der hatte Personal, die das für ihn erledigen, wenn es ihm notwendig war. Ne? Ich finde es interessant, da kommt vielleicht auch gleich nochmal drauf zurück. Ich habe noch ein Bild mitgebracht, um vielleicht mal die Präsentation noch mal fortzusetzen, das vielleicht so diesen Aspekt der Vergänglichkeit auf Friedhöfen zeigt. Vielleicht wie auf der Witwerkarte deutlicher ist als auf der Witwenkarte, weil
Wir sehen hier natürlich ein klassisches Steinkreuz, aber eben von Efeu überwuchert. Und es gibt ja auch die Vorstellung, die Idee, zumindest kenne ich das von unseren Friedhöfen, dass man tatsächlich ganz bewusst den Efeu pflanzt. Der Efeu natürlich als Pflanze der Bedeutung, dass das Leben überdauern kann. Efeu ist eine immergrüne Pflanze und dadurch verkörpert sie das immerwährende Leben, das auch nach dem Tod weiter existiert. Und gleichzeitig ist der Efeu eine Pflanze, die natürlich auch den Grabstein angreift. Also das heißt, wenn da so ein Efeubaum wächst, sowas habt ihr zum Beispiel auf dem alten nördlichen Friedhof, dann sprengt der oft den Stein, die werden schief, die geraten aus ihrer Fassung heraus, drohen zu kippen. Was die heutigen Friedhofsverwaltungen gar nicht freut. Ja, weil natürlich sie für die Sicherheit der Besucher besorgt sind. Aber früher hat man das tatsächlich gemacht. Der Grabstein soll auch vergänglich sein. Also es gibt nicht nur diesen Gedanken, für immer schön gepflegt, sondern auch der, das darf ruhig auch zeigen, es ist alles vergänglich. Ja, Lucia, da bin ich bei dir. Efeu hilft beim Loslassen. Ja. Interessant. Jetzt habe ich noch zwei Bilder mitgebracht, die nochmal auf die Personen eingehen. Einfach mal ein Bild von einem älteren Herrn, sage ich jetzt mal. Da sehen wir auch dieses Bild des Alters, das ja auch eine Rolle spielt. Die beiden Personen sind definitiv älter als zum Beispiel Geliebte und Geliebter. Sie verkörpern also eine gewisse Reife. Und ich habe jetzt mal bewusst dieses Bild gewählt, dass es eben eine Art von Glück auch im Alter gibt, von Reife, ein Glück in der Reife gibt, wo man sich über vieles nicht mehr Gedanken machen muss. Ja. Und das Gleiche habe ich auch hier bei der älteren Dame, die ich mir ausgesucht habe, gewählt. Also eine, die sehr selbstbewusst da sitzt, die ja viele Spielereien der Jugend nicht mehr mitmachen muss, die sich mit den Dingen beschäftigen kann, die ihr Spaß machen. Sie hat keine Verpflichtungen mehr. Kinder sind wahrscheinlich aus dem Haus, haben eigene Familien gegründet. Der Mann ist weg, den muss sie auch nicht mehr versorgen. So stelle ich mir das jetzt gerade vor. Der Mann ist weg. Ja, der Mann ist irgendwie auch über den Jordan gegangen und sie kann jetzt endlich mal ihr Leben leben. Ja. Das wäre das. Und dann habe ich noch, weil es eine Anspielung ist, die man auch in eurem Buch sieht, das schwarze Gewand der Nonne gesehen. Und das sieht man ja bei der Witwe. Da schreibt ihr im Buch, dass sie auch an eine Nonne erinnert, zumindest im schwarzen Gewand. Deswegen habe ich das auch nochmal mit reingespiegelt. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst, ob es da einen effektiven Zusammenhang gibt. Ich möchte jetzt nichts dazu sagen. Alles klar. Ja, der Zylinder, von dem hast du schon gesprochen. Der Zylinder ist eben auch so ein prominentes Element in dem Bild. Du hast schon angesprochen darauf, der Zylinder ist ein Zeichen des guten bürgerlichen Position dieses Herrn. Das ist also nicht der Friedhofsgärtner, sondern... Nein, auch nicht der Verwalter des Friedhofs. Ja, genau. Kirsten hat eine Stippvisite gerade gemacht und darauf hingewiesen, dass wir im Mai wieder in München und Hamburg Friedhofstouren haben. Genau. Vielen Dank, liebe Kirsten. Und was auch immer du gerade tust, viel Freude damit. Und schön, dass du mal kurz vorbeigeschaut hast. Ja, also so sehen wir, also wir haben hier also keinen, der sozusagen aus den unteren Schichten ist, sondern aus den höheren Schichten. Das könnten wir aber, glaube ich, auch bei der Witwe durchaus sagen. Gerade die Farbe Schwarz deutet doch auf eine Seriosität hin. Jetzt bin ich noch neugierig, ob du noch ein Bild vom Gehrock hast. Nein, habe ich nicht. Aber wäre jetzt überrascht gewesen. Erzähl uns doch was zum Gehrock nochmal schnell. Wenn du was weißt. Der Gehrock war ja auch so ein Statussymbol, ne? Weil Fachbegriff Grenoline, das war früher so der klassische Regenmantel. Mhm. Ja? Der war von der Webart her fester, das war auch gewachst, da hat man auf die Grenoline hat man aufgepasst. Der Gehrock hingegen, das war so, na gut, heute regnet es nicht, es ist ein bisschen windig, also nehme ich den Gehrock.
Das muss man sich schon überlegen. Wer konnte sich das auch leisten? Weil das hat den Regen nicht so gut abgehalten. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, mit ein bisschen Fantasie, kann man sich vorstellen, dass der Kragen auch anders abgesetzt war, vielleicht mit Samt. Und Samt und Wasser ist halt so eine Kombination, das mag sie nicht so. Darum auch so der Hinweis, hey, schaut mal her, ich kann mir das leisten. Ich habe diesen Stand, ich habe das Geld. Und vielleicht wartet irgendwo am Friedhofsausgang schon seine Kutsche. Also man könnte sich vorstellen, irgendwo außerhalb des Bildrandes steht vielleicht die Kutsche, die auf ihn wartet. Er macht eine Art Stippvisite hier bei einem Freund, Vorgänger. Man weiß es nicht. Irgendwie ist es ein bisschen verwahrlost, das Ganze. Er scheint jetzt hier einen Moment der Andacht einzulegen. Aber man könnte sich vorstellen, der hat vielleicht noch was anderes vor. Der ist jetzt hier auf einer Stippvisite, so wie Kirsten gerade. Und nimmt seinen Zylinder kurz vom Kopf. Das ist ein Zeichen der Ehrerbietung. Genau, also hier finden wir ich das. Ich ziehe den Hut. Du ziehst den Hut, genau. Das. Und bei ihr ist es eher so, sie, das Gewand erinnert vielleicht an das einer Nonne. Das hat vielleicht eher einen spirituellen Charakter. Wir haben das ja auch die Lampe, die daran erinnert, die Mutter Gottes. Die vielleicht auch man so sieht auch im Hintergrund, also um dem Hals rum hat sie einen weißen Kragen. Das könnte ein Hinweis sein auf eine Ordensfrau, muss aber nicht. Was wir auch sehen ist, die Kopfbedeckung, klassisch, dass sie ihre Kopfbedeckung nicht abnimmt. Mhm. Das war auch ganz klar so gewünscht. Ja, Frauen mussten ihren Kopf ja an heiligen Orten immer bedeckt halten. Zumindest nach der christlichen Tradition. Ja, also das heißt. Und die war stark. Ja, und die war stark hier an dieser Stelle. Also interessant. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir vielleicht so an Bedeutungen für diese Karten, wenn die nun in einem Blatt auftauchen, da bin ich jetzt mal gespannt. Was sagen sie uns? Also sie haben mehrere Ebenen. Zum einen können sie uns je nach Fragestellung darauf hinweisen, auf Verwandtschaftsgrade, Ältere, Mütter, Väter, Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins, ersten, zweiten, dritten, vierten Grades, je nachdem. Also immer so. Oder für mich ist auch oft, wenn kommen sie ins Spiel, wenn es darum geht, die Klientin fragt um ihre Kinder. Dann ist sie die Hauptperson, weil sie ist die Ältere, sie ist die Gesetztere, ja, sie ist die Weisere. Und dann kommt es eben darauf an, geht es um Mädchen oder Bube, dann kommen da Geliebte oder Geliebte ins Spiel. Mhm. Das Gleiche gilt für den Witwer. Der Witwer kann auch je nach Fragestellung Vorgesetzter sein. Mhm. Mentor sein, ne? Mhm. Oder auch eben der Vorgesetzte, der Chef, der Firmeninhaber. Diese beiden Personen können aber auch wieder vorausgesetzt eine Fragestellung dahin gehen, dass sie die Person sind, die einen Hinweis auf eine Dreiecksbeziehung geben. Mhm. War auch schon öfter mal der Fall, wo dann die Klientin, ich sag's mal so, rote Ohren bekommen hat, weil ihr freundlich bestimmt darauf hingewiesen wurde, dass das doch nicht so eine Sache ist, in der sie gerade lebt. Und dann nach einigen Zögern wurde das dann halt immer bestätigt, wenn man halt dann andere Kombinationen auch zeigen konnte. Also darum nochmal, das kann auch der Hinweis sein auf eine zweite, dritte Person in einer Beziehung. Wenn ich das mal kurz für mich so zusammenfassen darf, ich finde das ganz interessant, weil der erste Gedanke, den ich natürlich hatte, oh, Witwer und Witwe, da geht's um Tod. Ja. Da haben wir schon mal in dem Vorgespräch, hast du gesagt, nein, es geht nicht um Tod im Sinne dessen, was wir jetzt denken. Da gibt's auch eine eigene Karte dazu. Sondern, genau, die kommt noch. Die kommt noch. Aber es gibt hier so etwas wie, ich habe es jetzt mal für mich so gedeutet, da sind zwei Menschen, ich fasse jetzt erstmal als beide zusammen, die ihr Leben
jetzt nicht hinter sich haben, aber die ein Leben führen, in dem sie eine große Unabhängigkeit haben mittlerweile. Sie haben viele Dinge erreicht. Sie sind nicht mehr darauf angewiesen, zum Beispiel den gesellschaftlichen Konventionen hinterherzulaufen. Sie leben noch in ihnen. Es gehört sich einfach. Sie wissen, was sich gehört. Sie können vielleicht auch gut umgehen mit den gesellschaftlichen Normen. Sie stehen nicht auf Kriegsfuß mit ihnen. Einfach weil sie gut damit umgehen können. Aber gerade weil sie gut damit umgehen können, können sie viele Dinge auch tun, die einem jüngeren Menschen verwehrt sind, der sich den Platz in der Gesellschaft noch erkämpfen muss. Genau. Und sie haben, das ist vielleicht für mich die Bedeutung des Friedhofs, viele auch überlebt. Sie haben auch vieles überlebt, ne? Können mit Andacht auf die Dinge zurückblicken. Sie wandelt wie die Witwe durch den Friedhof, wie durch einen Park. Und kann und wichtig ist auch, sie haben vieles erlebt. Genau, ja. Das meine ich. Ja, das ist ganz wichtig. Und da möchte die Verbindung zu Rita knüpfen. Ja, es geht um altes Wissen, es geht um Erfahrung, es geht um Klarheit, dass die Person, die da repräsentiert wird, sagt, das habe ich schon x-mal erlebt, also entspann dich mal. Mhm. Ja, genau, das finde ich nämlich auch. Also da kommt so eine Beruhigung rein, finde ich. Ja. Ich habe so das Gefühl, während Geliebte und Geliebter durchaus aufregend sind, ne, also da passiert noch was, die Zukunft ist offen, ist hier die Zukunft nicht geschlossen, aber sie ist nicht mehr so relevant. Relevant ist, dass ich vielleicht auch denjenigen zur Verfügung stehe, die sich jetzt auf den Weg machen. Ja, also meine Erfahrungen, der Mentor finde ich ein ganz tolles Bild dafür, ne, Mentor, Mentorin. Und die goldene Lebensmitte, vielleicht sogar ein bisschen drüber, Anke, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie Lebensmitte ist, da würde ich jetzt uns beide reinsetzen, Rui, du und ich, wir sind in unserer goldenen Lebensmitte, oder sind wir das? Diamantene schon Diamant. Ja, was macht man mit Gold? Gold hat halt jeder schon zu Hause liegen, Gold. Aber wer hat die Diamanten zu Hause? So ist es. Also vielleicht bist du schon Diamanten, ich arbeite noch dran. Obwohl, ich glaube, wir haben es da beide und Viola schreibt hier Schmerzverarbeitung loslassen. Ich weiß nicht so, da, vielleicht sagst du was dazu. Geht es da wirklich um Schmerzverarbeitung? Ich glaube eher... Nein, für Schmerzverarbeiten haben wir ganz viel bessere Karten, ja. Die kommen noch im Laufe unseres Zyklus. Also da würde ich das nicht so hochhängen. Da ich sehe es eher so, die beiden, gerade wenn ich an den Witwer denke, der kommt zum Friedhof, Ehrerbietung an vergangene Dinge. Ich meine, was liegt da im Grab? Was könnte da im Grab liegen? Ein Verwandter, ein Freund, ein Studienkollege, ein Geschäftspartner, whatever. Oder vielleicht auch im übertragenen Sinne ein vergangenes Thema, ein vergangenes Projekt, irgendetwas, was vielleicht den er im Duell erwischt hat oder der Sekundant oder whatever. Also das ist auch nicht das Wichtige, sondern das Wichtige ist, dass sie diese beiden Menschen durch ihre Lebenserfahrung sich erinnern. Genau. Und das ist etwas, was sie unterscheidet von der Jugend, die sich an nicht so viel erinnern kann. Jetzt kommen wir zur Farbe Schwarz zurück. Sie sind eben beide vollgeschrieben mit Tinte. Ja? Sie sind kein unbeschriebenes Blatt mehr. Und das macht sie so wertvoll. Das macht ihren Zustand so wertvoll. Auch gerade für die Gesellschaft. Und ich komme da jetzt nochmal auf Friedhof, Gesellschaft, Stütze der Gesellschaft. Sie sind noch Stützen der Gesellschaft, weil im Unterschied zu denjenigen, die um den Gräbern leben, leben sie eben noch. Und damit sind sie die Bewahrer alten Wissens. Ja, um auch auf das Wort mal zurückzukommen. Sie sind es, die das alte Wissen weitergeben. Und daher mein Gedanke, wenn die in einem Blatt auftauchen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind sie eigentlich auch sehr positiv konnotiert, ja, oder? Selbstverständlich, weil was ist denn an Wissen negativ? Außer, dass ich es habe und der andere vielleicht nicht. Mhm. Aber das ist auch wieder für den anderen und nicht für mich. Also was ist denn schlimm, wenn ich Erfahrung habe? Gar nichts. Das sind alles so Dinge, wo ich mir sagen sollte, hey, Chaka, läuft.
Ich, man könnte auch einfach sagen, schaut mal her, ich laufe über den Friedhof, ihr liegt da unten, ich bin hier oben. Das wäre eine Sache. Oder auch, schaut mal her, aufgrund meiner Lebenserfahrung bin ich so reif und so alt geworden. Mhm. Ja, weil ich mich gesund ernährt habe, weil ich mich regelmäßig bewegt habe, weil ich, was weiß ich, nichts getrunken habe seit meines Lebens, nichts geraucht habe. Also das sind ja die Hinweise, die sie auch verkörpern. Und vor allen Dingen, sie sind beide ja auch gut gewandet. Das heißt, sie können sich's leisten. Ich denke mal, sie müssen jetzt nicht zum Arbeiten gerade gehen. Man hat Zeit, Moment der Andacht einzulegen. Man hat Zeit, mal über den Friedhof zu laufen und sich die schönen Gräber anzuschauen. Es ist nicht so, die eilen nicht zur Arbeit gerade, sondern das haben sie hinter. Ja, haben sie nicht notwendig. Dafür sind sie reif genug. Ich werde ganz gern an die Susanne eine Antwort geben. Sie fragt, würdest du in einer Legung diese beiden eher immer Hauptpersonen nehmen oder eher als einen Aspekt der fragenden Person, wenn man im gereiften Alter ist? Jein. Es kommt immer auf die Frage an. Oder auf das Thema des Fragenden. Also ich möchte auch da euch motivieren, wenn ihr mit diesen Bildern, mit diesen Karten arbeitet, natürlich sind diese Personenkarten immer Hinweis auf etwas. Aber sie sind in erster Linie nicht nur die Person, sondern sie können auch anderes sein. Mhm. Also da muss man wirklich dann auch, wenn es dann soweit ist, dass ihr mit den Bildern arbeitet, dann müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ja, da denke ich mal, da ist es vielleicht, findet ihr sicherlich ein paar Hinweise auch in dem Buch. Und das ist etwas, was wir jetzt so in der Serie, also gerade das Kombinieren, natürlich nicht so ohne weiteres abdecken können. Das kommt vielleicht später, wenn wir ein paar Karten durchhaben, dann können wir mal gucken, Rückbezüge herstellen. Noch sind wir quasi wie am Anfang. Und werden erst einmal überhaupt uns mit den Karten beschäftigen. Und wie man die dann kombiniert und was dann für spannende Möglichkeiten draus geht, da gibt's natürlich wahrscheinlich auch Kurse, die man besuchen kann. Vielleicht wird's irgendwann mal in der Geheimnisakademie einen Kurs geben dazu, man weiß es nicht, vielleicht gewinne ich den Roye dafür ja. Oder es liegt auch daran, ob die Zuseherinnen und Zuseher überhaupt die Motivation dafür haben. Das liegt ganz genau an euch da draußen. Es ist ein Angebot und eine Nachfrage. Wir, sowohl die Mantik als auch die Geheimnisakademie lieben es, euch solche Angebote zu machen. Aber vielleicht gibt's ja die Nachfrage von euch mal danach. Und wir haben so viel vor, wir müssen eh aufpassen, dass wir auch nicht stolpern bei all den Projekten, die wir haben. Erstmal, wie gesagt, eine Einführung in die Bilderwelt. Und das finde ich super, super spannend. Für mich ist es auch ganz toll, Rui, finde ich, dass du uns auch in diese Zeit zurückversetzt nimmst. Also du hast dich da wirklich gut eingelebt und eingefühlt in diese Zeit. Und ich glaube, das ist so wichtig, das zu kennen, weil man dann besser versteht auch, was, wie die Karten zu uns sprechen können. Also finde ich, das ist völlig richtig. Vielleicht noch schnell auf die Frage von Kerstin. Wenn du für dich legen würdest, welche Person bist du? Es kommt auf die Frage drauf an. Es kommt drauf an, geht es darum, ob die Frage auf etwas zielt, was mich betrifft, oder geht es darum, ob ich auch meinen Animus beachten muss? Also da muss man schon das Thema beachten. Aber grundsätzlich ist natürlich die Geliebte die weibliche Hauptperson, der Geliebte die männliche Hauptperson. So, aber eben, dann muss man die Frage anschauen, sonst läuft man da ein bisschen verkehrt. Und es hängt ja bestimmt auch von der Legemethode ab, die man gerade hat. Legt man ein ganzes Blatt oder zieht man einzelne Karten? Eine Tageskarte hat eine andere Bedeutung, wie wenn ich jetzt ein großes... Genau. Und ich empfehle allen, die sich mit den Karten beschäftigt haben, überwindet eure Angst, habt wenig Respekt und legt alle 36 Bilder aus. Das heißt nicht umsonst, alle Karten auf den Tisch. Ich sehe schon, einige würden gerne einen Kurs mit uns machen, Roye. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Aber nicht am Sonntag um 10 Uhr. Nein, dann nicht. Dann nicht. Aber ich hätte auch total Lust drauf, weil ich finde, so langsam werde ich mit den Karten warm.
Und bin natürlich neugierig in den Kombinationen. Aber schauen wir mal weiter. Wir wollen natürlich jetzt erstmal das Grundwissen stärken bei euch. Und wer jetzt schon neugierig ist, der soll sich doch einfach mal das Buch anschaffen und mit den Karten mal so ein bisschen experimentieren. Ja, oder sagen, Christopher, wie viel kostet's? Wo ist deine Kontonummer? Darüber unterhalten wir uns, wenn die schönen Karten mit der Schatzkiste auftauchen. Genau. Dann gibt es doch eine. Wie heißt die? Geld? Heißt sie einfach Geld, glaube ich, gell? Ja, ist Geld. Es gibt viel Geld und wenig Geld. Irgendwie so habe ich es in Erinnerung. Es gibt etwas Geld. Es gibt viel Geld. Es gibt Geschenk. Also wir haben doch... Es ist die Daniela, würde schon gestern beginnen. Also. Ja, also ich sehe schon. Da stecken wir nochmal die Köpfe zusammen, lieber Rui. Aber ich freue mich unglaublich, dass wir das hier sind. Jetzt wollen wir doch langsam mal zu einem Ende kommen. Denn erstens, du musst ja noch wahrscheinlich auch, heute hast du noch ein paar Dinge zu erledigen. Ich habe noch zwei Einsätze, ja. Man will noch ein bisschen was von mir, muss noch Rede und Antwort stehen. Das wollen wir natürlich nicht verhindern. Und auch wenn ich mich gerne mit dir weiter unterhalten würde, ich bin super neugierig auch aufs nächste Mal. Nächsten Sonntag wird es nicht stattfinden, da ich nicht da bin. Ich bin in Prag ich habe Reiseleitung. Ich musste heute, man hat noch manchmal andere Dinge zu tun. Aber ich möchte es auf alle, weil es geht weiter. Ich weiß gar nicht, was wir als nächstes zu tun haben. Aber auf alle Fälle machen wir beim nächsten Mal, ob übernächste Woche, machen wir mal die Jugend. Mhm. Und dann schauen wir weiter. Alles klar. Also es geht weiter, aber wir haben natürlich noch einen letzten Akt in unserem heutigen gemeinsamen Special. Und das heißt, wir ziehen jetzt für euch eine Tageskarte, und zwar genauer gesagt zwei, mit den Orakelkarten selbstverständlich. Einmal dürft ihr Rohe wählen und einmal dürft ihr mich wählen. Das hat natürlich nichts damit zu tun, wen ihr lieber habt, natürlich, sondern ganz spontan und impulsiv dürft ihr jetzt einmal mich oder den Rohe wählen oder Rohe oder mich wählen. Also und das soll dann... Und der Rohe sucht seine Orakelkarten noch. Dabei mische ich schon mal. Und das soll dann eure Tageskarte sein. Oder kann auch für länger gelten. Mal gucken, was so kommt. Also entscheidet euch. Schreibt in den Chat. Rui oder Christopher. Das soll eure Entscheidung sein. Und ich mische hier so vor mich hin fleißig, während ihr euch entscheidet. So. Und ihr könnt euch nur richtig entscheiden. Es ist ja dann im Endeffekt eure Karte, die ihr bekommt. Genau. Das Ruiaki. Das Ruiaki. Also ich glaube, das wird 50-50 heute. Dann zeigen wir doch beide schlussendlich. Ja, also hast du schon eine gezogen? Hast du schon? Ich habe eine gezogen. Okay, ich muss noch einen Moment. Okay, ich habe auch. Dann zeigen wir mal. Christoph, bitte. Oh. Du hast eine gezogen. Zeig mal deine, dann lege ich sie auch mit. Ich habe hier die Heirat. Du hast die Wiege. Ich lege sie mal aus hier. Warte mal. Das Kind. Erst Heirat, dann Kind. Was kommt zuerst? Schauen wir mal. Wo ist es denn, das Kind? Hier ist es. Ja, was kann man denn so in einem Satz zu jeweils so als Tagesbotschaft sagen dazu? Was meinst du? Also für dich würde ich sagen, vertrau deiner Lebenserfahrung und gib der Person den Raum, der sich als würdiger Freund entpuppt. Mhm. Interessant. Okay. Denn wir müssen aufpassen. Ne? Wir lesen zwar Heirat, aber in Tat und Wahrheit binde ich mich an jemanden, egal ob männlich oder weiblich, für eigentlich den Rest meines Lebens. Also der wird mein bester Freund. Mhm. Mhm. Interessant. Mhm. Gut. Das lasse ich mal so stehen. Beim Kind. Ne? Ah ja, Baby.
Nee, da geht es um Neues, da geht es um neue Projekte, um Spannendes, um Aufbruch, um Vertrauen auch, um Visionen. Ne? Kommen wir beim nächsten Mal noch dazu. Darum, die passen wunderbar zusammen. Natürlich kann man hergehen und sagen, ja, zuerst die Heirat, dann das Kind oder zuerst das Kind, dann muss man heiraten. Ne? Aber es ist ein bisschen mehr hinter den Bildern, als wie nur, jetzt kommt der Kind, also wird dann der Pfarrer irgendwann mal sagen, jetzt wird geheiratet. Interessant. Ja, Viola, ganz klar, es entsteht was Neues. Und Schlangenelixier und Bärenstärke meint wahrscheinlich in Bezug auf die Heirat auch ein Ritual. Also das ist so dieses, na, das ist eine Zeremonie, ein Ritual, das ist ernst jetzt, ne? Wenn du dich bindest. Ja, und das machst du nicht mit irgendjemandem, das machst du nur mit vertrauten Menschen, das machst du nur mit Menschen, wo du weißt, dass sie es auch ehrlich und ernst meinen. Das machst du nicht mit Müller vom Eck. Nein. Mal schauen, ihr Lieben, wie sich das für euch verwirklicht. Erzählt es uns in den Kommentaren zu den Videos und schreibt es in der Sternlicht-Community. Ich richte ein eigenes Forum für den Orakelhain ein. Dann werden wir sehen. Im Orakelhain geht es weiter. Der Orakelhain, ich erinnere daran, ist ein Teil des Tarotgarten, ein etwas verwilderter Teil, der vielleicht so ein bisschen einem verwunschenen Ort mehr noch entspricht. Da ist nicht alles so geordnet. Ich bin nicht sicher, ob du mit Orakelkarten nicht genauso viel Erhellendes bringen kannst wie mit 78 Tarotkarten. Da bin ich mir auch nicht sicher. Und ich glaube, der Orakelhain hat noch so manche Überraschungen für uns übrig. Das ist so. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, möchte ich euch gerne in euren wohlverdienten Sonntag entlassen. Ich freue mich sehr, dass ihr den Tag mit uns gestartet habt und dass ihr mit dabei wart. Es ist auf alle Fälle immer eine große Freude mit dir, Rui, sowieso. Ich bin immer ganz gespannt und neugierig. Ich lerne unglaublich viel dazu. Danke auch für dein unendliches Wissen zu dieser Zeit dieser Karten. Das ist für mich immer wieder auch ganz toll, darüber zu erfahren und die Hintergründe und zu sehen, dass auch die vergangenen Zeiten uns heutigen noch viel, viel zu sagen haben. Ich möchte mich bei den Zuschauern, Zuschauerinnen bedanken, dass ihr heute so vollzählig, so in großer Menge dabei seid. Das freut mich sehr, denn das zeigt auch, dass ihr an diesen Karten Interesse habt. Und ich möchte mich bei dir, Christopher, bedanken, dass ich hier zu Gast sein darf. Es ist mir wie immer eine Freude und ein Vergnügen. So soll es weitergehen, ihr Lieben. Ihr hört von uns. Spätestens in 14 Tagen werden wir uns bei Wiedersehen. Und in diesem Sinne einen wunderschönen Sonntag. Macht es gut. Und never give up.